Hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen Dieser Date Video auf meinem Kanal. Heute mal wieder mit Professor Ganteföhr hier an der Universität Konstanz, Experimentalphysiker. Heute geht es aber um CO2, das ist ja ein chemisches Thema, aber von Chemie verstehst du ja auch was, oder? Ja, es geht so. Es hat was mit Energie zu tun und deswegen. Ja. Und Klima, das sind deine Spezialthemen. Hm. Alle reden immer über CO2, dass davon zu viel da ist. Und ich dachte, ich stelle heute einfach mal ein paar ganz blöde Fragen. Okay. Bei was entsteht insgesamt überall CO2? Also CO2 war ursprünglich mal in der Erdatmosphäre ein ganz normales, so ein Gas. Und das wurde mit den Pflanzen, mit der Photosynthese über Milliarden abgebaut und gespalten. Also die Photosynthese spaltet das in Sauerstoff, den wir zum Atmen brauchen, und bindet es in der Pflanze in Form von Kohlenstoff. Also dieser Tisch hier aus Holz, da ist jede Menge CO2 drin. Und von den uralten Pflanzen wurde das dann schließlich zu Kohle, zu Erdöl und Erdgas, und das ist im Boden drin. Und darin ist praktisch Kohlenstoff gespeichert. Ja, genau. Durch Photosynthese aus uralten Zeiten. Und wenn wir das verbrennen, dann entsteht wieder neues Kohlendioxid mit dem Sauerstoff der Luft, und das erhöht die Kohlendioxidkonzentration in der Atmosphäre. CO2 entsteht durch Verbrennung? Es entsteht zusätzliches CO2 durch Verbrennung. Wir haben auch eine natürliche Kohlendioxidkonzentration sowieso. Selbst wenn wir nichts verbrennen würden, hätten wir ungefähr 250 ppm. Das sind 0,25 Promille. Das ist der natürliche Anteil an Kohlendioxid in unserer Luft. Und der macht einen natürlichen Treibhauseffekt. Und den brauchen wir auch, damit es nicht zu kalt wird. Es gibt einen ganz natürlichen Gehalt an Kohlendioxid. Und das ist ein Gleichgewicht an Konzentration zwischen der Atmosphäre und einem riesigen Reservoir an Kohlendioxid in den Ozeanen der Erde. Wenn jetzt in den fossilen Brennstoffen ganz viel aus alten Zeiten gebunden ist, an Kohlenstoff, dann muss es früher viel mehr frei gewesen sein. Das viel mehr richtig. CO2 gewesen. Ja. Das waren mehrere Prozent sogar. Da könnte man ja sagen, ja, dann kommen wir halt wieder dahin, wo wir früher waren. Ja, das ist richtig. Wenn wir also die CO2-Konzentration deutlich weiter erhöhen würden, es dauert dann aber, das dauert jetzt nicht bloß 50 Jahre, sondern da reden wir über 1000 Jahre und länger, dann kommen wir in eine Phase, die nennt man akryogen. Mhm. Also Kryo ist Eis, und dann sind die Pole abgetaut. Mhm. Und das hatten wir in den letzten 200 Millionen Jahren. Also es ist eine ganz lange Zeit, aber für diese 200 Millionen Jahre hatten wir eigentlich auf der ganzen Erde ein tropisches Klima, und da war die Kohlendioxidkonzentration die meiste Zeit auch deutlich höher, 10-mal so hoch als heute. Okay. Und dann haben wir eine globale mittlere Temperatur, die 7 bis 8 Grad höher ist als heute, aber der Meeresspiegel wäre dann eben auch 80 Meter höher als heute, weil das Eis abgetaut ist, und das wäre jetzt ein bisschen schlecht. Mhm, verstehe. Also, es ist über Jahrmillionen Kohlenstoff über Pflanzen in fossile Brennstoffe gekommen, oder auch hier rein. Ja? Ja. Und in dem Moment, wo wir das verbrennen, wird es wieder freigesetzt. Wieso landet das dann überhaupt in der Atmosphäre? Gibt es da jetzt keine Pflanzen, die das wieder aufnehmen oder umwandeln? Doch, es gibt ein Gleichgewicht. Es ist nur so, wir injizieren jetzt Kohlendioxid neu in die Atmosphäre zusätzlich. Also es gibt ein jahrmillionenlanges Gleichgewicht. Also konstant über die letzte 1 Million Jahre hatten wir etwa 0,2 bis 0,3 Promille. Mhm. Und wir haben jetzt aber die letzten 150 Jahre durch die Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas mehr CO2 in die Atmosphäre gebracht. Und das Gas verteilt sich sofort über praktisch die ganze Atmosphäre. Mhm. Und jetzt haben wir also eine höhere Konzentration an Kohlendioxid, und die wächst im Augenblick. Und dadurch, dass wir mehr CO2 in der Atmosphäre haben, nehmen jetzt die Meere mehr CO2 auf. Etwa die Hälfte des Kohlendioxids, was wir an die Luft abgeben, wird in den Meeren und in den Pflanzen gebunden. Mhm. Das heißt, nur die Hälfte verbleibt in der Atmosphäre. Wir erhöhen die Konzentration. Das Natursystem, das sind Pflanzen und Ozeane, versuchen jetzt also wieder zum alten Wert zurückzukommen und absorbieren einiges, aber eben nur die Hälfte. Das ist das Maximum, was die so schaffen. Jetzt hört man immer wieder, dass auch Böden eine Rolle spielen. Was speichern Böden an CO2? Naja, das sind eigentlich zerfallende Pflanzen. Wenn so ein Baum stirbt, dann fällt er ja um und zerbröselt in irgendwas, und das bildet diese Humusschicht. Und die Humusschicht, das sind eigentlich auch Pflanzenreste oder sowas. Oder Torf zum Beispiel. Torf kann man ja auch verfeuern, das ist eigentlich ein Energieträger, aber letztlich ist es zerfallendes Holz. Das wandelt sich dann um, wenn dann das irgendwie tiefer von Sedimentschichten bedeckt
bedeckt wird, wandelt sich Torf in Braunkohle und schließlich in Steinkohle um. Die aktuelle Diskussion geht ja dahin, also wir müssen halt weniger verbrennen, damit die CO2-Konzentration nicht weiter ansteigt. Das ist ja auch irgendwie logisch. Jetzt wäre natürlich die Frage, was kann es noch geben? Also was ist praktisch die Umkehrreaktion von Verbrennung? Wäre ja dann Photosynthese eigentlich, oder? Die, da wird CO2 gebunden in Kohlenstoff. Ja. Kann man das nutzen, diese Geschichte um CO2, wenn wir nun halt schon mal mehr davon in die Luft jagen, das wieder einzufangen? Eventuell müssen wir uns da wirklich was überlegen, denn zurzeit nehmen die CO2-Emissionen der Menschheit immer noch weiter zu, also trotz der Bemühungen der Industrieländer, das zu reduzieren. Und die Extraktion von Kohlendioxid aus der Luft ist sehr mühsam, weil es hoch verdünnt ist. Also man stelle sich vor, man hätte 100 Liter Wasser und hätte da 2-3 Löffel Zucker, wie bei meinem Kaffee hier, und wollte den wieder extrahieren. Und jetzt ist das so ein Grundgesetz der Chemie, wenn ich etwas hoch verdünne, und das Kohlendioxid ist ja nur ein Spurengas, dann kostet es sehr viel Energie, es zu extrahieren. Also eine Möglichkeit sind künstliche Bäume. Ne? Da kann man also so irgendwelche Beton- oder Stahlstrukturen machen. Es gibt so in der Schule so ein Experiment, ich glaube mit gebranntem Kalk, den man in Wasser löst, und wenn man da durchblubbert, dann wird das weiß, dann bildet sich Kalkstein, und das ist eine Reaktion mit dem Kohlendioxid, was in meiner Luft, die ich ausatme, enthalten ist. Und sowas Ähnliches kann man machen, man kann also so bestimmte Chemikalien in so Bäumen, also man nennt es Bäume, es sind eigentlich Springbrunnen, so mit Wasser so springbrunnenmäßig machen, und da wird das Kohlendioxid ausgewaschen. Zum Beispiel in Kalk, also Calciumcarbonat gebunden und kann dann entsorgt werden. Oder durch Erhitzen kann man dann, wenn man dann den Kalk sammelt, kann man das durch Erhitzen rückgängig machen und das Kohlendioxid tritt wieder aus. Also dann hat man so einen Ofen, da hat man einen Haufen von dieser Substanz, von den künstlichen Bäumen, erhitzt das, kommt das Kohlendioxid wieder raus. Aber dann hat man es ja eingesammelt. Und dann könnte man dieses Kohlendioxid, was man also mühsam aus der Luft extrahiert hat, aber dann in Reinform vorliegen hat als Gas, könnte man abpressen in den Untergrund, also zum Beispiel in leere Gaslagerstätten, also wo vorher Erdgas drin war. Man kann das CO2 reinpusten. Künstlich Kohle draus machen kann man nicht, oder? Nein, es ist ja Kohlendioxid. Das ist dann verbrannte Kohle. Also das ist ja schon, da ist keine Energie mehr drin. Also es ist ein Gas und es muss unter Druck unter Tage gespeichert werden. Endlagermäßig. Das wäre Endlager, also sagen wir mal für ein paar tausend Jahre. Für unendlich muss es sowieso nicht gelagert werden. Was anfangen kann man damit nicht? Mit Kohlendioxid? Nein, das ist, also da wüsste ich jetzt nicht, was man damit machen könnte. Also mit zusätzlichen Kohlendioxid. Also man kann CO2 verwenden, um zum Beispiel Gewächshäuser zu düngen. Das wird auch gemacht, dann von Abgasen, von Kraftwerken kann man, also die haben ja einen hohen CO2-Anteil, die kann man in Gewächshäuser einleiten, dann wachsen die Pflanzen besser. Aber diese Riesenmengen, die wir hier die ganze Zeit als Menschheit emittieren, also so viele Gewächshäuser gibt es ja gar nicht. Gibt es denn diese künstlichen Bäume schon? Ja, es gibt immer mal wieder diese Schlagzeilen. Es gibt, glaube ich, 3 also, oder 5. Und es gibt also verschiedene Forschungsinstitute, die an sowas forschen. Und sie sagen, es kostet da, um eine Tonne CO2 zu extrahieren, da kostet ungefähr 100 Euro oder Dollar oder sowas als Kosten. Aber was kostet es an Energie? Ja, genau. Also da steht nämlich nie drin, was ich an Energie investieren muss. Weil es ist einfach ein chemisches Grundgesetz, wenn man hochverdünnte Substanzen, wenn man die wieder anreichern will, dann arbeitet man gegen die Entropie. Und das kostet notwendigerweise Energie. Und meines Erachtens, aber das sage ich jetzt einfach mal so, kostet es mehr Energie, als vorher gewonnen wurde bei der Verbrennung von Kohle, Erdöl und Erdgas. Das heißt, um das CO2 in der hohen Verdünnung aus der Atmosphäre wieder zu extrahieren, brauchen wir phänomenale Mengen an Energie. Und die können natürlich wieder aus Sonnenenergie kommen. Ja, dann ist es was anderes. Und dann haben wir eigentlich die Photosynthese wieder nachgebaut. Die müssten in der Wüste stehen. Also wenn man da irgendwelche Wüsten nimmt, und man nennt es vielleicht auch nicht Bäume, sondern eben irgendwelche CO2-Extraktionsfabriken und die gewinnen ihre Energie aus Solarenergie und extrahieren CO2, dann könnte ich mir das vorstellen. Und wieso nimmt man da nicht gleich richtige Bäume? Ja, also meines Erachtens wird da das Potenzial von den natürlichen Wäldern unterschätzt. Ich hatte eben mit so einem Forstexperten mal von so einem Forschungsinstitut telefoniert, wegen dieser Problematik des brasilianischen Urwaldes, der ja im Augenblick eine Netto-Senken-Funktion hat. Da geistern so Zahlen von einigen 100 Millionen Tonnen pro Jahr, nur für den brasilianischen Urwald, durch die Forschungslandschaft. Das wäre also etwa die Hälfte von dem, was Deutschland emittiert. Alleine der brasilianische Urwald. Okay. Und das
kann man optimieren. Und zwar die alten Bäume, die sind ausgewachsen, die binden nicht mehr so viel CO2. Mhm. Wenn man also nur Bäume hat in der Wachstumsphase, die sind sehr effiziente Extraktoren für CO2 aus der Atmosphäre, angetrieben durch Solarenergie. Mhm. Das heißt, wenn man einen Wald als Senkenfunktion optimiert, dann würde man gezielt alte Bäume rausschlagen, vielleicht die mangelnden Nährstoffe zuführen, also düngen. Und damit kann man wirklich viele Milliarden Tonnen pro Jahr binden. Aber man darf das Holz nicht verbrennen. Auch das alte nicht, was man rausgeschlagen hat. Nein, eben nicht. Das ist ja gebundenes CO2. Man müsste diese Pflanzenmasse entweder in der Bauindustrie verbauen. Statt Beton mehr mit Holz. Ja, genau. Statt Beton Holz oder irgendwo einlagern. Das ist extrahiertes Kohlendioxid in der Form von Pflanzenmasse. Mhm. Da steckt, glaube ich, ein enormes Potenzial dahinter, wenn man das Pflanzenwachstum dafür optimiert. Vorhin hast du gesagt, dass die Meere sehr viel CO2 speichern und die Natur passt sich ja auch an diesen erhöhten CO2-Gehalt an. Die Meere speichern im Moment auch mehr als früher sogar. Ja. Kriegt man das da wieder raus irgendwie? Nein, also normalerweise haben wir ein Gleichgewicht. Das war auch die letzten, ja, etwa für 10.000 Jahre seit dem Ende der letzten Eiszeit ist das Klima stabil und die Kohlendioxidkonzentration in der Erdatmosphäre war auch stabil. Und da war es so, dass das Wasser löst ja Kohlendioxid, hat genauso viel pro Jahr CO2 gebunden, wie es dann auch wieder ausgegast hat. Mhm. Wir haben jetzt die Kohlendioxidkonzentration in der Luft erhöht. Dadurch versinkt also mehr, wird mehr im Wasser gelöst, als von selbst wieder rauskommt. Von selbst wieder rauskommt immer noch genau das, was vorher auch rausgekommen ist, also bevor wir diese Veränderung gemacht haben, sodass wir jetzt einen Netto-Bindeeffekt haben. Mhm. So, und das würde dazu führen, langfristig, wenn wir jetzt unsere CO2-Emissionen stoppen, dass mit der Zeit die CO2-Konzentration in der Atmosphäre von selber wieder zurückfindet in das alte Gleichgewicht. Mhm. Also 260 ppm oder 0,26 Promille. Ja, aber das dauert einige hundert Jahre. Aus den Meeren das CO2 aus extrahieren. Ach so. Also das passiert von sich aus über jetzt viele Jahrmillionen, also hunderte von Jahrmillionen. Die großen Kalkgebirge, die Kalkalpen, das ist alles CO2, was mal vor vielen, also Jahrmilliarden sogar, in der Atmosphäre drin war. Mhm. Und das hat sich über die Ozeane, die CO2 gelöst haben, und dann zum Beispiel die Korallen, aber nicht nur Lebewesen, da gibt es auch nicht biologische Prozesse, hat sich das in Kalkstein umgewandelt. Dieser Prozess würde uns natürlich langfristig helfen. Also dann landen wir wieder beim alten CO2-Level, also der vor der Industrialisierung, aber es dauert nicht Jahrtausende, sondern Jahrmillionen. Das ist ein ganz langsamer Prozess. Zu langsam. Das ist zu langsam, ja. Gibt es denn, also wenn man jetzt in einem Aquarium, nimmt man ja manchmal CO2, damit da Pflanzen wachsen. Ja. Insofern könnte man jetzt davon ausgehen, dass auch in den Meeren mehr Pflanzen wachsen. Könnte man irgendwie sowas machen, dass wir uns von Pflanzen ernähren, die in den Meeren wachsen, die gleichzeitig CO2 aufnehmen oder sowas? Ja, solange wir die Pflanzen essen, ist es ein geschlossener Kreislauf. Wenn wir also im Meer Algen haben, die CO2 aufnehmen und die dann essen, dann atmen wir genau dasselbe CO2. Okay. Also es gibt ein sehr interessantes Experiment vom Alfred-Wegener-Institut der Düngung der Meere. Mhm. Und zwar sind viele Meere, also Südpazifik, Südatlantik, das sind Wüsten. Da gibt es fast kein Leben, und zwar, weil da keine Nährstoffe sind. Mhm. Also diese Fische und Algen und alles Mögliche, die brauchen zum Beispiel Eisen und noch ein paar andere Nährstoffe, damit sie wachsen können. So, wenn ich da jetzt mit dem Schiff hin paddle und lasse mal so ein paar Tonnen Eisenoxid, also Rost oder sowas, also irgendeinen geeigneten Dünger, lasse ich den raus und gibt es da eine Algenblüte. Mhm. Weil genug Sonneneinstrahlung da ist, es fehlen 2-3 Nährsalze. Ja, also ähnlich wie man ja in der Landwirtschaft ein Feld düngt, kann man einen Ozean düngen. Und da war die Idee, ich lasse jetzt Algen wachsen, die binden natürlich CO2 aus dem Wasser, was dann nach einer Weile auch CO2 aus der Luft bindet, weil das wandert dann ja, wenn da plötzlich im Wasser kein CO2 mehr ist, dann geht mehr CO2 aus der Luft rein. Mhm. So, und diese Algensubstanz, das ist gebundenes CO2, also organisches Material, so wie Holz, aber eben Algen, die müssen dann zum Meeresboden sinken und da bleiben. Mhm. Das ist die Idee. So, die sind nicht zum Meeresboden gesunken in dem Experiment, sondern die Fische haben die Algen gefressen
und die Fische atmen das CO2 wieder aus. Das hat nicht geklappt. Hm. Aber die Idee ist eigentlich eine gute. Man könnte die Meere düngen, da wo sowieso nichts ist, weil da keine Nährstoffe sind. Und dann würde man die Senkenwirkung der Meere, die ja ohnehin ziemlich groß ist, würde man durch so ein Pflanzenwachstum oder Algenwachstum massiv verstärken können. Mhm. Aber es ist natürlich ein harscher Eingriff in die natürlichen Gleichgewichte. Welche Möglichkeiten gibt es noch, dieses CO2 nochmal zu binden? Ich habe mal den Ausdruck gehört, ausfrieren. Weißt du, was damit gemeint ist? Ja, also dann gehen wir mal zum Mars. Der Mars hat auch Eiskappen und ich glaube, der Südpol besteht zum Teil aus CO2-Eis, gar nicht aus Wassereis. Da ist es so kalt, dass Kohlendioxid zu Eis gefriert. Mhm. Ja, nur dummerweise auf der Erde ist nicht kalt genug. Also man könnte zum Beispiel bei uns am Südpol, das ist ja die Antarktis, da ist es also wirklich sehr kalt. Die Wetterstation hat eine mittlere Temperatur von, ich glaube, minus 50 Grad Celsius. Und wir brauchen für CO2, um das auszufrieren, ich glaube, so minus 100 Grad. Also wenn man da noch ein bisschen kühlen würde, dann könnte man tatsächlich das Kohlendioxid wie auf einer kalten Flasche von, was weiß ich, irgendwie Bier oder Cola, da kondensiert ja außen die Luftfeuchtigkeit dran. Ne? Die würde patsch, ja, weil im Wasser schon mal 0 Grad gefriert. Wenn ich noch kälter werde, und das tun ich in trockener Luft, sonst habe ich alles mit Eis voll, das will ich ja nicht. Also in der Antarktis, da ist am Südpol ist die Luft ganz trocken, da mache ich es jetzt ganz kalt, so kalt, dass eben auf der Oberfläche das Kohlendioxid kondensiert. Also die anderen Gase, die würden erst bei minus 150 Grad oder sowas kondensieren. Also Stickstoff, Sauerstoff, Argon. Also Kohlendioxid ist, wenn kein Wasser mehr da ist, das nächste, was bei vermutlich minus 100 Grad Celsius auf einer Oberfläche sich sammelt. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass wir das mit Milliarden Tonnen machen, weil das wäre nämlich eine verflixt dicke Eisschicht. Und es kostet viel Energie, weil ich muss es kühlen. Also es gibt sozusagen Ansätze, CO2 wieder zu binden. Aber im Moment scheint die Einschränkung der Verbrennung fossiler Brennstoffe immer noch angesagt zu sein. Also wir haben noch keine Lösung, die uns jetzt erlauben würde, einfach weiter in die Luft zu pusten. Also ich persönlich denke, für eine realistische Zukunftsprojektion von einigen hundert Jahren, dass wir erstmal andere Methoden brauchen, um eine zu starke Erwärmung aufzuhalten, also so eine Abschattung der Erde, die Einstrahlung an Sonnenstrahlung zu reduzieren. Damit gewinnen wir Zeit. Das können wir nicht die ganze Zeit machen, für immer. Abschatten geht ja nur schlecht. Wenn wir dann noch 100, 200, 300 Jahre dazu haben, dann werden wir neue Energiequellen finden müssen, um unser Klima zu stabilisieren, weil mit schwachen Energien geht das nicht. Meines Erachtens brauchen wir Fusion oder sowas. Und mit so starken Energiequellen, dann können wir das CO2 wieder extrahieren und dann können wir unser Klima, unsere globale mittlere Temperatur selber einstellen auf einen Wert, der sinnvoll ist. Ja, der Vorhang fällt und viele Fragen offen. Vielen Dank. Mhm. Professor Ganteföhr seht ihr im Internet auf eigenen Kanälen, die ich euch unten verlinke. Ja. Kommentiert gerne unten, was eure Meinungen oder vielleicht auch zusätzliche Informationen zu dieser Thematik sind. Abonniert meinen Kanal, drückt die Glocke und liked dieses Video und seid auch nächstes Mal wieder dabei. Euer dieser Dad. Und tschüss.